Hello. Sorry, meine Waschmaschine läuft, aber ich hatte keine Lust, das Video später aufzunehmen. Ich hoffe, es ist okay. Wenn nicht, versuche ich das noch irgendwie ein bisschen raus zu editieren. Hi. Wie das Video schon sagt, heute ist mein 8. MS-Geburtstag. Okay, jetzt dreht sie durch. Heute vor 8 Jahren wurde ich mit Multiple Sklerose diagnostiziert und it's been a ride. Es war eine Achterbahnfahrt, definitiv. Ich habe mir vorab jetzt nicht so viele Gedanken gemacht, was ich überhaupt sagen will. Ich habe eben das englische Video aufgenommen. Deshalb hängt vielleicht auch noch ein bisschen Schnitte da, weil ich habe natürlich geheult ein bisschen. Ich hoffe nicht. Also, dass da noch Schnitte hängt. Eigentlich wollte ich ganz gerne aus meinen letzten Videos so ein Video machen, um meine Reise zu zeigen. Aber seien wir mal ehrlich, ich habe auch gerade einfach nicht die Zeit und nicht die Kraft, das zu machen. Deshalb werde ich euch jetzt meine Top 5 Videos hier oben immer nacheinander verlinken, weil YouTube erlaubt mir nicht mehr als 5 zu verlinken. Aber am Ende ist dann noch meine MS-Playlist, falls ihr da durchgucken wollt. Acht Jahre. Das ist krass. Das ist richtig krass, vor allen Dingen sieht man daran mal wieder, wie die Zeit einfach fliegt. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie ich vor 8 Jahren da im Krankenhaus war, wie das ablief. Und das ist einfach krass. Und wie ich es auch in jedem Video sage, ich bin keine Ärztin, keine Neurologin, keine Krankenschwester, kein medizinisches Fachpersonal. Also wenn ihr hier seid, um medizinischen Rat zu haben, ich bin nicht die Ansprechperson dafür. Bitte wendet euch da an medizinisches Fachpersonal. Ich erzähle von meinen Erfahrungen, von meiner MS mit meinem Körper. Und ich möchte dieses Video, glaube ich, gerade auch an die richten, die jetzt gerade frisch diagnostiziert sind. Hi. Wenn du jetzt gerade frisch diagnostiziert bist, ich werde das jetzt nicht sugarcoaten. Ich werde das jetzt nicht in Zuckerwatte packen. Es wird schwierig werden, aber warte. Ich weiß, du willst das gerade nicht hören. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich werde auch die positiven Seiten sagen. Ich möchte aber nicht lügen. Zumindest möchte ich meine Wahrheit sprechen. Ja, es ist scheiße. Und ich kann mir vorstellen, dass du jetzt gerade denkst, oh mein Gott, mein Leben ist vorbei. Aber das muss es gar nicht sein. Mein Leben hat erst richtig angefangen, nachdem ich diagnostiziert worden bin. Und das mag vielleicht weird klingen, komisch klingen für einige, aber ich bin so unfassbar froh, diagnostiziert zu sein, weil die MS, wie gesagt, es gibt Tage, da würde ich sie lieber nicht haben wollen. Es gibt Tage, wo ich sie verfluche, wo ich einfach ganz doll Fuck you rufen will. Es gibt Tage, wo ich nicht weiß, sind meine Schmerzen, so wie ich mich jetzt gerade fühle, meine Symptome, ist das MS, ist das Depression, sind das andere mentale Sachen, die ich habe, über die ich aber hier noch nicht sprechen möchte. Was ist da jetzt was? Das irgendwie so auszuklamüsern, fällt sehr schwer oder wie weit die MS da rein spielt. Aber sie macht es, dass ich mein Leben ändere. Durch sie achte ich noch mehr auf meine Ernährung, was ich meinem Körper zuführe. Ich achte darauf, dass ich genug Bewegung habe, Sport mache, Yoga mache, mich dehne, bewege, alles. Sie hilft mir dabei auszusortieren, sei es Leute oder andere Sachen in meinem Leben, die mir Energie rauben. Sie macht es, dass ich meinen Job wechseln werde, damit ich wieder glücklicher bin oder was tue, was mir Spaß macht. Sie bringt mich dazu, zu reisen, aus meiner Komfortzone rauszutreten, so viele Sachen zu machen, weil Zeit einfach so kostbar ist. Und ohne DMS hätte ich, glaube ich, nicht so viel. Auch wenn das jetzt ein bisschen negativ klingt und manchmal ist es auch so ein Zeitdruckgefühl,
nicht so viel Druck dahinter, wirklich jetzt die Sachen zu machen, die ich machen will. Und dafür bin ich so dankbar, dass ich nicht mehr mein Leben, meine wertvolle Lebenszeit vergeude. Natürlich mache ich das noch ab und zu und es braucht ein bisschen, bis ich Sachen ändere und das auch erstmal erkenne und reflektiere, aber schlussendlich verleitet mich DMS dazu, Sachen jetzt zu machen, Dinge jetzt zu ändern, mich hinzusetzen, was will ich denn überhaupt, was will ich mit meiner kostbaren Lebenszeit anfangen, was sind Dinge, wenn jetzt wirklich was passieren sollte, was sind Dinge, wo ich zurückblicke und wirklich es wirklich schade finden würde, dass ich es nicht gemacht habe. Wie kann ich das machen? Wenn Plan A nicht klappt oder Plan B oder Plan C, gibt es immer noch genug Buchstaben bis zum Plan Z. Irgendwas davon wird schon klappen. Oder wenn ich irgendwas vielleicht doch nicht mehr so richtig kann, dann vielleicht gibt es eine Alternative, die ähnlich ist. Oder vielleicht was ganz anderes zu machen. Es gibt immer Dinge, die einen erfüllen und dahin sollten wir schauen, finde ich. Und es fühlt sich vielleicht so an, als ob man das Licht am Ende des Tunnels nicht sehen kann. Aber ich habe jetzt neulich ein Bild gesehen bei Instagram. Das Licht am Ende des Tunnels, das Licht ist nicht am Ende des Tunnels, das Licht ist in dir drin. Und es gibt so viele Dinge, die wir machen können, um dieses Licht wieder anzuzünden, das wir wieder anzuzünden, Entzündungen, nein, das ist vielleicht jetzt nicht so eine gute Metapher, aber dass wir wieder von innen strahlen. Alles das, was wir brauchen, haben wir schon in uns und dann können wir uns von allen Außensachen das picken, was wir brauchen, um uns zu nähren. Ich hoffe, das macht gerade alles Sinn. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich habe natürlich vorher wieder nicht gegessen. Naja, ein Raffaello. Und ich bin verwirrt, was ich jetzt schon im Englischen gesagt habe. Aber ich glaube... Ach, endlich ist es fertig. Ich glaube tatsächlich, das war alles das, was ich erstmal sagen wollte. Du bist... Auch wenn du es vielleicht manchmal nicht sehen kannst, und das richtet sich vor allen Dingen auch an mich, so stark. Alles das, was bisher passiert ist, hast du gemeistert. Und alles das, was kommt, das wirst du auch noch meistern. Sei es alleine mit dir, sei es mit der Hilfe von Freunden, Familie, Bekannten oder professioneller Hilfe. Es hat nichts mit Scham oder Versagen zu tun, sich professionelle Hilfe zu suchen. Ich finde das unfassbar stark, weil man erkennt, okay, ich komme nicht weiter, ich will besser werden, ich suche mir jetzt diese Hilfe. Und glaube man, den Therapeuten jetzt, TherapeutInnen jetzt gerade zu finden im Moment, oha, aber das ist ein ganz anderes Video. Aber es gibt Hilfsangebote und es ist okay, diese zu nutzen. Es ist unfassbar stark, sein Leben zu ändern und zu wollen und seine Lebensqualität zurückzuholen. Und ich wünsche dir viel Kraft, viel Mut, viel Stärke, viel Verständnis für dich selbst und dass du immer im Kopf behältst, du bist geliebt und du bist wertvoll. Du bist schön innen und außen. Und das kann dir niemand nehmen. Und auch eine Diagnose nicht. Eine Diagnose definiert dich nicht. Du definierst dich. Aber durch die Diagnose, finde ich, hat man die Chance, durch eine Diagnose, finde ich, hat man auch die Chance, sich selber wieder zu definieren. Mal ganz abgesehen von der ganzen nicht so schönen Sachen. Aber ich habe die Chance bekommen, mich hinzusetzen und nochmal Sachen zu ändern. Und das auch jeden Tag. Und dafür bin ich dankbar. Natürlich nicht an allen Tagen. Ist ja schon, habe ich ja schon gesagt. Aber
Im Großen und Ganzen bin ich sehr dankbar dafür. Und auch dankbar an mich für mich. Deutsch schwer. Dass ich das auch mache. Okay, ich glaube, das war's. Ich lasse es jetzt einfach mal so am Stück. Ich hoffe, wie gesagt, dass das irgendwie Sinn gemacht hat. Weiß nicht, guck ich gleich mal. Und ich wünsche dir, dass die Sonne für dich scheint, dass die Sonne in dir scheint. Nicht so heiß wie ein Uthof natürlich, ne? Aber ein wohlig warmes Gefühl. Und danke, dass du immer noch dabei bist. Danke, dass du jetzt dabei bist, falls du neu bist. Hab einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, wann auch immer das sein wird. Aber es wird ein nächstes Mal geben. Bis dann.